So, da bin ich wieder mal. Lange Zeit ja nicht mehr aufgenommen. Aber neue Software, Hardware, wie auch immer. Und wir spielen mal wieder ein bisschen was. So, ich werde jetzt erstmal anfangen, mich zu sortieren. So, und muss mal ganz kurz überlegen, wo ich bin, was ich gerade hier gemacht habe. Es wirkt alles ein bisschen mystisch. Ich bin jetzt hier. Nee, Moment. Von wo komme ich eigentlich? Also, wo ich mich ganz viel und lange rumgetrieben habe, weiß ich noch bei Riften. Jetzt bin ich also offensichtlich hier angekommen. Am Guldunfelsen. Ach, so ein langer Winterschlaf, wie dem auch sei. Hier sind wir mal hochgekraxelt letztens. Ich glaube, das war jetzt gerade der Abstieg und dann letztens, in Anführungsstrichen. Ja, ich meine, warum nicht mal nach Weißlauf gehen, ne? Ich meine, das können wir eigentlich mal machen. Ist ja auch nicht so weit weg. Aber dann würde ich fast vorschlagen, dass wir das auf dieser Flussseite machen. Weil die andere Seite habe ich offensichtlich schon mal betreten, mindestens mal. Und gehen wir mal nach Weißlauf und gucken uns das einfach mal an. Genau, dann nochmal ganz kurz hier einstellen, wo wir hinwollen. Beschaffe goldene Urne aus Ambrens Haus in Weißlauf. Okay. Nö, schnell laufen muss ich nicht. Machen wir nochmal die Markierung hin, dann weiß ich auch, wo es lang geht. Dort lang, okay. So, jetzt muss ich ganz kurz mich hier mal. Ist das ein ätzendes Wetter? Darkshade? Wo bin ich denn hier? Dunkelschatten? Ne, das habe ich ja schon abgeschlossen. Da muss ich also nicht nochmal rein. Ach du grüne Neune, wer schießt denn hier auf mich? Es ist so unwirtlich hier. Das ist krass. Oh. Das sieht nicht so aus, als würde ich da hochkommen können. Das heißt, ich werde bloß abwärts gehen müssen. Oh, sieh mal einer an. Wie habe ich das denn nochmal gemacht? Dass man Pfeile wieder wegsteckt. Wie war denn das gewesen? Nee. Gut. Muss ich also ein bisschen sparsam sein. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich brauche auf jeden Fall auch. Genau, einen alten Bogen habe ich hier zwar in der Hand, aber irgendein Dolch oder so werde ich wahrscheinlich brauchen. Fein. Das kommt mir eigentlich ganz gut und gern gelegen. Wie habe ich denn nochmal die Favoriten ausgewählt? Gott, ich habe das ganze Spiel verlernt, wie mir scheint. Steuerung. Favoriten. Q. Okay. Aha. Okay. Okay, gut. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg.
Mit Q offensichtlich hatten wir das gelöst. Ja, also ich meinst, ich muss hier irgendwie diese Klippen, da muss es irgendwo einen Durchgang für mich geben. Das ist ja unfassbar beschissenes Wetter hier. Na gut. Ich erahne jetzt einfach mal ein bisschen hier. Hoffe, dass ich. Hier unten ist schon wieder die Schneefallgrenze, wie ich sehe. Das wird nicht klappen. Allzu hoch scheint es mir nicht mehr zu sein, aber. Das wird doch nicht gelingen. Bevor ich jetzt hier runterstürze. Man kommt immer noch so einen kleinen Ticken nach oben, aber danach war es das eigentlich auch wieder. Das wird nicht funktionieren und dafür stürzt man dann runter. Gut. Ist aber nochmal gut gegangen. Okay. Oh Gott, jetzt sehe ich hier nicht den Abgrund. Also, wenn es denn einer ist. Das wird jetzt nicht die spannendste Folge werden, denke ich mal, aber ein bisschen wieder reinfuchsen, dann kann vielleicht wieder öfter mal was kommen. Jedenfalls ist auch kein Durchkommen geben. Ich kann ja einfach mal 2 Stunden warten. Vielleicht, okay, das Wetter hat sich gar nicht verändert. Das ist natürlich nicht so schön. Wirkt eher, als hätte es noch ein bisschen zugenommen an Regen. Hier sieht es aber aus, als könnte man hier durchkommen. Das sieht doch aus wie ein Pfad, oder? Ja, das sieht aus wie ein Pfad. Sehr schön. Wunderbar. Schleichen wir uns mal hier hoch. Da hinten dampft es so ein bisschen. Das ist natürlich jetzt wieder höchst interessant. Schmetterwiegenfelsen. Aha. Jetzt wird es hier laut in den Lager. Ah, diese, die Riesen. Okay, nee, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Dann werde ich mal meinen Plan weiterverfolgen. Ich wollte ja, also jetzt hoch. Die Idee war jetzt eigentlich hier so lang zu laufen. Offensichtlich ist es ein ziemlich, das war jetzt ein ziemlich felsiges. Ich dachte, vielleicht kann man hier so rüber über das Plateau. Wir sind jetzt hier. Also entweder geht man so rum, das könnte man machen. Offensichtlich war ich ja hier hinten auch schon ein paar Mal. Aber wir werden das mal ganz. Ja, wir werden das einfach mal machen. Soweit uns jetzt bewegen, wie es geht. Ich traue mich auch nicht so wirklich jetzt hier irgendwie. Fackel in die Hand zu nehmen, wer weiß, was einen dann hier erwartet. Und eigentlich will ich auch immer weit oben laufen. Erstens wegen der besseren Übersicht. Und zweitens, weil hier auch dann weniger mich erwartet an Gegnern, vermutlich. Aber meistens sind das ja auch irgendwie so eine Hoffnungen immer. So. Bringen wir mal ein bisschen Wegstrecke hinter uns. Hinten ist schon wieder hell.
Sieht aus wie so ein Hof, ne? So ein Bauernhof. Oh nee. So eine alte Ruine. Das ist eine Festung. Eine etwas ältere, so wie es scheint. Und offensichtlich lebt hier irgendwas. Oh, alter Schwede. Offensichtlich lebt hier irgendwas. Galgenfelsen. Galgenfelsen, das klingt ja weniger schön, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wollte ja. Vielleicht gucken wir einfach mal. Aha, okay. Also es sind auf jeden Fall Feinde. Das ist ja gut zu wissen. Manchmal bin ich da echt unsicher und dann, ich will ja auch niemand ermorden, einfach so. Obwohl, gut, manchmal schon. Manchmal auch eben nicht. Aber es ist ganz gut. Jetzt habe ich hier den Ort gefunden. Sneaken wir uns mal hier weiter rum. In dieses Gebirge wird es wahrscheinlich sein. Wunderschön. Man sieht, vermut mal, das soll irgendwie sowas sein wie Polarlichter oder so. Ja. Ja, das wirkt auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, muss man schon sagen. Sehr, sehr angenehm. Ja, dann werden wir mal ein bisschen weiter schlendern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt Tag oder Nacht ist. Ich will jetzt eigentlich auch nicht nachgucken, weil es eigentlich auch interessant ist, das nicht ganz zu wissen. Es wirkt auf jeden Fall so, als sollte es Tag sein, aber diese Wettererscheinung macht erstmal, dass es ausschaut. Ah, dass es irgendwie so eine dämmerige Stimmung ist. Das ist ganz cool. Na, schau einer an. Hier geht's doch lang. Also das hier wird auf jeden Fall schon mal. Da hinten haben wir schon wieder sowas wie eine Siedlung. Zack. So. Höhle bei den flüsternden Hügeln. Wunderbar. Zwei Banditen. Das war jetzt mal ein bisschen Glück auch, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber nicht so schlimm. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr viel, was ich mitnehmen kann. Ich ziehe die Karotte mit. Der Rüstungswert sieht alles jetzt nicht so gut aus. Das glaube ich, kann ich mir mal ein bisschen klemmen. Dietrich ist natürlich immer gern gesehen. Her damit. Der Eisenpfeil nehme ich auch mit. Der Rest muss jetzt hier mal ein bisschen liegen bleiben. Wir können mal ganz kurz gucken. Doch, her damit. Offensichtlich bin ich auch nicht sehr gut in Alchemie. Sonst würde ich nämlich ein bisschen was sehen. Das hat sich jetzt nicht gelohnt. Hier mal ein bisschen was. Wir können mal ein bisschen was essen einfach. Ne? Was haben wir denn hier? So. Das erinnert irgendwie an eine Melone. Einfach mal rein damit. Fasanenbrust. Ich brauche jetzt eigentlich keine. Ja, brauche mal. Behalten wir das mal lieber noch. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal wieder flüsternde Hügel gefunden. Flüsternde Hügel, das klingt, als wäre das hier sehr windig und stürmisch. Wir gehen da jetzt mal nicht rein. Ich will das vielleicht noch später dann entdecken. Wir machen jetzt hier mal ein kleines bisschen weiter. Speichern wir das erstmal ab auch.
Und genau. Was haben wir denn hier unten? Es ist wirklich tatsächlich Wahnsinn. Also, das Spiel ist jetzt schon echt ziemlich lange draußen. Ich erzähle niemandem was Neues, glaube ich, und so. Aber ich spiele es ja immer mal wieder sporadisch und dann aber sehr begeistert auch, weil es wirklich sehr schön ist. Man hat wirklich an allen Ecken und Enden was zu sehen. Sieht jetzt hier aus wie so eine Mühle. Ah, das wird ein kleines Dorf sein, nehme ich mal an. Sieht schon aus wie so eine Produktionsstätte. Hier haben wir aber noch nichts entdeckt, ne? Doch. Angers Mühle. Wir kennen den Ort schon. Gut. Gut, wenn das jetzt bekannt ist, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg weiter. Angers Mühle. Ich kann echt nicht ganz genau sagen. Nee, ich bin hier wirklich noch nicht so wirklich lang gelaufen. Aber das sieht ja höchst interessant aus, muss ich schon sagen. Ich kann mich an so waldige Abschnitte auch erinnern, wenn ich ehrlich bin. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ach du grüne Neune, jetzt habe ich ja total geschlafen. Puh, oh. Wolfspelz. Ja, nehmen wir mal mit. Wo ist mein Bogen? Hier. So. Ist ja wirklich komplett geträumt. Hab ich den gar nicht gesehen. Hätte mir wirklich ein bisschen auffallen können. Warte mal, ist das ein Gegner? Sowas sind manchmal Gegner. Ich bereite mich mal lieber vor, falls ich jetzt hier gleich angegriffen werde, was ich nämlich, glaube ich, auch werde. Ich kann ihn nicht so gut sehen, das ist wirklich kompliziert. Gut. Das war aufregend. Jetzt können wir mal was essen hier. Essen wir mal hier so ein. Achso, das ist alles nicht zubereitet, ne? Doch, Lachsbraten ist zubereitet. Her damit, Fasanenbrust. Alles nicht so wirklich. So. Wo bin ich jetzt hier? Wir wollten jetzt hier so rum, ne? Genau, und das sollte jetzt der Plan sein. Nehmen wir mal wieder den Bogen in die Hand. War jetzt natürlich ein bisschen die Frage, wie das geht oder gehen kann. Soweit ich weiß, war jetzt hier unten diese kleine. So stelle ich mir das auch vor, wenn man irgendwie tatsächlich irgendwo unterwegs ist und man hat sich irgendwie verlaufen. Genau, hier kam ich her, dann bin ich hier rumgelaufen. Dann muss ich also hier weiter. Das ist vielleicht auch ganz gut, sich dann an so Felswänden zu orientieren. Dann weiß man wenigstens, dass man aus der Richtung schon mal nicht gekommen ist. Oh wow. So Basic Wandern 101. Jedenfalls machen wir das jetzt einfach mal. Ist auch ganz gut, gibt mir jetzt Mut, hier weiterzulaufen, wenn man auch diese Eisessenzen im Schach halten kann. Aber ich glaube, stationär darf man schon nicht bleiben, sonst wird es haarig.
Ach du Scheiße, meine Güte, ich bin ja wirklich mies im Zielen. Das waren jetzt einige, das war jetzt auch nicht die größte Distanz der Welt, würde ich sagen. Na bitte. Na bitte. So ein Wolf ist immer so ein bisschen unangenehm, wenn man auf den so zufällig stößt. Da habe ich nicht so Bock drauf. Nehmen wir mal mit. Eben weil das, also mich zumindest sehr erschreckt, wenn das dann so laut wird. Und dann agiere ich immer panisch und hektisch und weiß es nicht gesehen. Das will ich eigentlich immer ganz gern vermeiden. Deswegen machen wir es mal lieber so rum. So, jetzt sind wir ein bisschen lautstärker hier unterwegs. Ist ja kein Problem. Aha, da ist das nächste Dungeon, was man sich antun könnte, wenn man möchte. Ich nehme es mit, dann habe ich es auf der Karte verzeichnet, aber reingehen werde ich jetzt nicht. Das sieht aber sehr schön aus. Weiß gar nicht, was das sein soll. Auf jeden Fall sieht man da dann einen Hebel. Ist jetzt auch nicht irgendwie verzeichnet hier auf der Karte, oder? Das ist einfach unbekannt. Ist natürlich auch interessant, wie man da jetzt noch rankommt. Ich meine, man könnte vielleicht. Könnte vielleicht etwas werfen. Vielleicht könnte man noch. Offensichtlich klappt das nicht. Gut, ja, dann merke ich mir das. Will ich mir schon merken müssen. Wir machen jetzt erstmal weiter hier mit dem Laufen. Der Berg ist ja noch ein bisschen weit. Oh, hat das gerade geklappt? Ah ja, einfach mit R. R wie Waffe wegstecken. Sind schon mal zwei Wölfe. Ich wollte das ja eigentlich umgehen, hier so ein bisschen. Machen wir auch. Dann geht es nämlich einfach erstmal weiter hier. Ja, ich habe gerade davon geredet, dass es besser ist, wenn man sich der Gefahren entledigt, dann wird man nicht erschreckt und so weiter und so fort. Gut, ein bisschen Nervenkitzel muss jetzt sein, weil ich werde auch vorwärts kommen. Mein Ziel ist ja Weißlauf und. Ui. Ach, schön. Könnten Banditen sein. Ich speichere mal nochmal und dann gehe ich mal ganz kurz rüber. Wo bin ich jetzt hier reingerutscht? Fuck.
Oha. Mach ich doch aber gerade. Du Kasperkopf, so. Wir gehen das Ganze mal ein bisschen anders an. Also der Plan war ja nicht gewesen, einfach hier reinzurennen und mein Plan war ja ein anderer. Also mein Plan war eigentlich gar nicht, das jetzt hier anzugreifen, aber jetzt... Wo es jetzt schon mal so eskaliert ist, können wir ja mal ganz kurz hier verweilen. Und mal gucken, ob wir noch ein, zwei Leute ausschalten können. Zu langsam. Ist egal, ich glaube, ich stehe hier ganz gut. Um mich herum laufen die ganze Zeit irgendwelche Leute lang. Doch niemand hier. Ist da jemand? Jetzt gehört ihr mir. So, jetzt haben wir eins, zwei. Hier ist noch gerade jemand rumgelaufen mit so einer Axt. Erwischen wir den auch noch? Na gut, wenn nicht jetzt, dann später. Der zeigt sich schon noch. Zack. Zack. Dieses Wort, ich liebe es. Da kommen jetzt noch Leute runter. Das ist natürlich jetzt Quatsch. Habe ich irgendwas mit, was ich mir mal gönnen kann, was hier... Was ist alles nur für Gesundheit, ne? Gift der Ausdauer. Zaubertrank der geringen Ausdauer. Komm, hauen wir uns mal ein bisschen was hier rein. Das ist eigentlich witzig, dass ich so gut versteckt oder getarnt bin hier hinten. Das ist natürlich geil, aber ich habe auch gute Klamotten an dafür. Diesmal ja auf meinen Kopf gezahlt. Die Stadt als freier Bürger betreten. Mal gucken, ob du irgendeine Stadt nochmal betreten wirst, mein Freund. Auf jeden Fall ist das hier eine ganz schön große Ruine. Was ist das hier eigentlich? Irgtand. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Vielleicht auch nicht. Können wir uns hier rüber balancieren? Hm.
Nicht so gut, ne? Mit nicht so gut meine ich schlecht. Okay. Dann hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Jetzt auch nicht allzu dramatisch. Offensichtlich bin ich den Leuten in Sachen Verstecken ein kleines bisschen voraus. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass ich nicht so viel Platz habe in meinem Inventar. Das ist natürlich schlecht. Weil die werden ja schon alle irgendwie was Cooles dabei haben. Das ist aber auch nicht so dramatisch schlimm, wenn ich davon jetzt mal was nicht mitnehme. Weil, wie gesagt, eigentlich den großen Teil davon. Aber es gibt ja hier natürlich auch immer coole Sachen. Aber hier, manche Sachen sind natürlich auch einfach so schön zu haben. Salz. Warum wiegt Salz eigentlich so viel? Na gut. Das sieht auf jeden Fall aus wie eine Falle. Das umgehen wir einfach mal. So, den Fluchtweg machen wir schon mal frei. Soweit ich mich erinnern kann, sind es jetzt noch zwei Leute, die ich hier vor mir habe. Den Anführer und noch irgend so ein Kasperkopf. Einen habe ich da oben rumstolzieren sehen. Und einer... Einer ist noch unklar, so ein bisschen... Was ich sagen muss, ich bin ziemlich schnell im Schleichen, kommt mir vor, also... Was? So, jetzt müssen wir ein kleines bisschen... Hätte etwas gehört. Boah, fuck. Fuck, 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 fuck. Warum bin ich jetzt hier abgestürzt? Das ist natürlich... Ihr werdet noch heute sterben. Ich ergebe mich. Das glaube ich nicht. So viel zum Thema ergeben. Ich wollte ja schon wirklich Gnade vor Recht. Vor Recht? Welches Recht eigentlich? Das Recht des Stärkeren natürlich. Aber, ich bin jetzt hier so... dann doch rumgedingst wird. Kann das natürlich nicht so machen. Schade, dass ich den nicht mehr nochmal mitnehmen kann. So, dann holen wir uns doch jetzt mal die Number One. Wobei ich glaube, obwohl so ein schöner, geheim versteckter Treffer wäre schon geil. So doppelten kritischen Schaden. Aber erst nur bis dahin kommen.
Uff. Fuck. Fuck, das ging natürlich schnell. Also ihn müssen wir auf jeden Fall fix bearbeiten. Der hat auf jeden Fall einiges drauf mit seinem Schwert. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Das wird schon werden, aber wir müssen einfach ein bisschen geschickter uns anstellen. So, das meinte ich mit geschickt anstellen. Einfach ein kleines bisschen weniger nachdenken, ein bisschen mehr schießen. Und dann hat er doch hier drei haben gereicht. Sehr schön. Nehmen wir uns die Eisenpfeile mit. Ein Rucksack. Und zwei Hände. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon wieder zu schwer hier, um mich zu bewegen. Aber wir können ja mal ganz kurz gucken, ob ich den Rucksack irgendwie... Nee, ne? Ich habe schon einen Rucksack auf. Mehr als einen Rucksack kann ich bestimmt nicht nochmal mitnehmen. Das hier ist einfach alles, ne? Genau. Nee. Ich muss ein bisschen was mal hier lassen, habe ich das Gefühl. Das mache ich natürlich ungern. Das mache ich wirklich ungern. Ich hasse es, Sachen wegzuwerfen oder auszusortieren. Weil man könnte es ja später nochmal brauchen. Es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ich mag es überhaupt nicht, aber... Was soll man sagen? Hier so ein scheiß Stahlplattenhelm. 300 ist der aber wert. Hm. Das sind nochmal so blöde Entscheidungen, aber ich meine, das Geld brauche ich nicht wirklich, ne? Komm, wir lassen das Teil hier. Gucken jetzt nochmal hier rein. Ich habe aber auch wirklich immer nur noch 5 Platz. Kann ich noch was hier lassen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann vielleicht aufleveln. Neue Stufe zu erhöhendes Attribut wählen. Gesundheit, Ausdauer. Wenn ich das so sehe. Ausdauer wäre schon mal gut. Talente zu verbessern, 7. 7 Talente kann ich verbessern. Aber Zerstörung, glaube ich, brauche ich nicht. Alchemie habe ich Bock drauf. Taschendiebstahl, ja. Taschendiebstahl ist cool und so. Vorne 50. Schleichen habe ich schon ein bisschen angefangen, ne? Du bist beim Schleichen 25% schwerer zu entdecken. Schleichangriffe verursachen 6-fachen Schaden. Lautlose Bewegung. Was haben wir noch? Leichtfüßigkeit. Druckplatten. Blattschuss. Schleichangriffe mit Bögen von 3-fachen Schaden. Das ist natürlich schön. Was haben wir hier? Leichte Rüstung. Ja, das wird man. Das ist ein Skill, den kann man immer brauchen. Schießkunst. Nee, komm. Einhändig, zweihändig. Blocken, schwere Rüstung. Nee. Veränderung, Wiederherstellung, Destruction. Also Herstellung wäre vielleicht ganz gut.
sollte ich vielleicht mir auch mal dann ein paar der Herstellungszauber besorgen. So, auf jeden Fall kann ich jetzt 5 mehr mitnehmen, aber das wird mir jetzt natürlich auch nicht so viel doll weiterhelfen. Egal, gucken uns das jetzt hier mal an. Die Truhe nochmal. So ein bisschen was drin sein. Ja, her damit. Geld nehmen wir auch mit. Also jetzt haben wir nämlich hier das Ding. Dieses Schild. Jetzt kannst du doch dieses Pelzschild hier weglassen, oder? Wenn wir jetzt hier so ein Elfenschild haben. Ja, perfekt. Das hier ist auch wirklich Quatsch. So. Dann haben wir immer noch 8 Platz. Nö, gut. Wunderbar. So, ich speichere das jetzt mal. Ich werde mal hier die Aufnahme beenden. Und wir gucken uns das mal an, ob es gelungen ist mit der neuen Aufnahmesoftware. War ein ganz schönes Rennen hierhin. Aber wir haben jetzt ein bisschen uns hochgelevelt und ja, damit ist eigentlich ganz gut das Ganze abgeschlossen, würde ich sagen. Und sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Mal gucken, wann es weitergeht.